wenn wir über Ziele reden, dann geht es immer darum, diese zu priorisieren und zu ordnen. Denn nur wenn ihr die Ziele priorisiert, dann wisst ihr, was euch wirklich wichtig ist und was euer primäres Ziel ist und was die Unterziele sind. Und das ist ganz wichtig für die Trainingsplanung. Denn einer der größten Fehler in der Trainingsplanung ist, dass man denkt, man kann alles erreichen oder man möchte alles auf einmal erreichen. Und tatsächlich viel erreichen könnt ihr nur, wenn ihr die Trainingsziele eins nach dem anderen sortiert, euch ein Ziel nach dem anderen vornehmt und das in eine Reihe setzt, in der es möglichst viel Sinn ergibt. Das ist Trainingsplanung, langfristige Planung oder Periodisierung. Wenn ihr jetzt sagt, ihr trainiert ja gar nicht für den Sport, sondern ihr trainiert für euch, um das Beste aus euch zu machen, um der beste Athlet des Alltags zu sein, solltet ihr euch trotzdem Ziele setzen und solltet euch möglichst auch Tests oder bestimmte Wettkämpfe suchen. Zum Beispiel einen 10-Kilometer-Lauf, 21-Kilometer-Lauf oder 3-Kilometer-Lauf an einem bestimmten Datum. Entweder ihr meldet euch an oder ihr legt es für euch fest und bis zu diesem Tag bereitet ihr euch vor mit dem Training. Warum ist das wichtig? Das schafft Motivation, das gibt eurem Training einen ganz anderen Sinn und das hilft euch, jeden Tag ins Training zu gehen oder jeden Tag, wenn ihr trainieren müsst, euer Training zu verfolgen. Ein weiterer Punkt, und dazu werde ich noch ein kleines Video hier einblenden, sind Process Goals. Man kann sich Ziele vornehmen, dass man zum Beispiel dreimal die Woche laufen geht und das jede Woche im ganzen Jahr. Das sind 156 Trainingseinheiten laufen, die ihr dann absolviert in einem Jahr. Wenn ihr in einer Woche mal 2 Einheiten nur schafft, dann könnt ihr es ausgleichen, indem ihr in einer anderen Woche 4 Einheiten lauft. Ihr habt auch nicht festgelegt, wie viel, also ob ihr eine Stunde lauft oder 30 Kilometer pro Einheit. Das bedeutet, ihr legt einfach fest, dass ihr dieses Jahr 156 Mal laufen wollt. Und wenn ihr dieses Jahr 156 Mal lauft, werdet ihr ein besserer Läufer am Ende des Jahres sein. Für alle Athleten, die für eine Sportart trainieren, ist es auch wichtig, die Ziele zu priorisieren, denn ist meine größte Schwäche, dass ich zu wenig Kraft habe? Ist meine größte Schwäche, dass ich zu langsam bin? Also der erste Punkt ist, ordnet eure Ziele und priorisiert sie. Zur Ordnung gibt es noch eine ganz einfache Regel und das ist tatsächlich ein Zufall. Ordnet sie nach Kraft, Ausdauer und Speed und Explosivität. K-A-S. Kann man sich einfach merken. Warum ist das wichtig? Ihr habt dann Trainingsinhalte, die ihr den Zielen zuordnet. Also ihr habt Krafttrainingsinhalte und die verfolgen das Ziel Kraft oder euer Kraftziel dieses Jahr. Ausdauertrainingsinhalte und die sind dafür da, euch eurem Ausdauerziel näher zu bringen. Speed- und Explosivitätsinhalte und die sind dafür da, euch eurem Speed- und Explosivitätsziel näher zu bringen. Und so habt ihr schon eine grundlegende Struktur. Der erste Punkt wäre also, schreibt euch eure Ziele auf, priorisiert sie, ordnet sie nach den drei Bereichen, Kraft, Ausdauer, Sport, Speed und Explosivität, Sport ist alles. Im nächsten Video werden wir uns dem zweiten Schritt widmen. Jetzt aber werde ich euch zeigen, wie ich das Ganze mit den Trainingszielen vom Max mache. Denn der Max war so freundlich, zuzustimmen, dass ich seine Trainingsplanung oder meinen Weg, seinen Trainingsplan zu erstellen, anhand seiner Ziele und seiner Zielvorgaben mit euch teile, damit ihr praktisch folgen könnt und einen Einblick bekommt, wie man sowas gut gestaltet. Dementsprechend geht es jetzt ans Whiteboard oder ans blaue Brett hier und ich werde mich Max Zielen widmen und euch mitnehmen. Wenn wir uns jetzt die Ziele von Max anschauen, dann haben wir aufgeteilt auf die drei Bereiche Kraft, Ausdauer und Speed einmal Kraftziele von einem Deadlift 1RM, das will er auf 60 anheben, 160 Kilo. Bisher ist sein Max ein bisschen drunter, also bei 150. Chin-Up, 3er Maximum auf 35 Kilo, das wäre eine Steigerung von 5 Kilo. Bei einem 3er Max für ein Chin-Up natürlich nicht so wenig, wie es auf den ersten Blick klingt. Und dann kommen wir auch schon zum Ausdauerteil. Das ist einmal 6 Kilometer und einmal 1000 Meter. Ich
Ich schreibe es erstmal hin, dann könnt ihr es auch mitlesen. Bei den Ausdauerzielen hat er einmal den 6-Kilometer-Lauf gewählt. Da möchte er einen Stadtlauf mitmachen. Also da gibt es dann auch ein Ziel, ein Datum, einen Test. Und das Ganze in einem 3,50 Pace, also 3 Minuten 50 pro Kilometer, plus ein 1000 Meter Lauf in unter 2,55 Gesamtzeit natürlich. Und dann haben wir noch Ziele für Speed und Explosivität. Und das ist einmal 100 Meter. Und bei den 100 Metern möchte er seine alte handgestoppte Zeit, also die ist noch aus Schulzeit, schon ein bisschen her, nicht so lang wie bei mir, aber ein bisschen länger. Da war die alte handgestoppte Zeit 11,7 Sekunden. Das bedeutet, wir werden natürlich nochmal einen Eingangstest machen, um zu schauen, wo er jetzt steht, Lichtschranken getestet und dann einen Retest machen, um zu sehen, wo wir ihn hingebracht haben. Max ist ein guter Springer. Wir haben viel an seiner Explosivität gearbeitet im letzten Jahr und er hat einen Broadjump, der so um die 2,80 liegt, was durchaus beachtlich ist für jemanden, der ja nicht so groß ist. Und der Versuch ist weiterhin, dass wir den Broadjump nach vorne schieben. Also wir wollen die magische Grenze von 3 Metern irgendwann angehen, auch wenn das natürlich ein schwieriges Unterfangen ist. Aber das bleibt ein langfristiges Ziel. Er möchte auf jeden Fall seine Explosivität nicht verlieren, gleichzeitig auch seinen Two-Step-Approach-Boxjump von 1,45 Meter halten. Das sind also seine Explosivkraftziele. Wenn wir jetzt diese Ziele schon mal gefasst haben, dann können wir uns überlegen, wie teilen wir die auf das Jahr auf. Und ich werde euch jetzt gleich mal einblenden, wie ich mir das dann überlege und wie mein erster Schritt in einer Tabelle ist für die Jahresübersicht, in der ich mir dann überlege, wie was eingeteilt wird. Bis jetzt haben wir nur feste Termine. Ach, ein Ausdauerziel habe ich noch vergessen. Und zwar möchte auch noch mit dem Rad auf das Stifsterjoch auf einen Pass hoch. Da ist seine beste Zeit bisher 2 Stunden 40 und er möchte die unterbieten, also er möchte schneller hochkommen. Dafür haben wir einen ungefähren Zeitrahmen, also das wird im Sommer passieren, Ende Juli, Anfang August. Der 6-Kilometer-Lauf hier, der wird stattfinden Anfang Juli und dementsprechend werden wir uns überlegen, wie wir die 100 Meter, 1000 Meter und die Kraftziele darum herum gruppieren und gleichzeitig diese fixen Termine, die schon vorgegeben ist, die wir uns nicht aussuchen können, quasi als Kern nehmen, von dem wir ausgehen. Genauso solltet ihr vorgehen. Überlegt euch, habt ihr Termine für Tests, die schon fest sind? Habt ihr einen Saisonablauf? Habt ihr andere Möglichkeiten, eure Ziele zu testen? Oder ist noch alles freigegeben? Macht euch an die Arbeit. Ihr seht jetzt meine Datei und dann könnt ihr euch überlegen, wie eure Ziele auf das Jahr aufgeteilt werden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video für den nächsten Schritt.